Uttita Parivritta Anjaneyasana ist der gedrehte Halbmond mit Knie oben. Ausgangsposition kann der Stütz sein. Von hier gib den rechten Fuß zwischen die Hände, halte das linke Knie oben, dann gib die rechte Hand an die Innenseite des Fußes und den linken Arm hoch zur Decke. Uttita soll heißen, du hältst das Knie oben, Parivritta heißt gedreht, Anjaneyasana ist der Halbmond. Es gibt auch noch die andere Seite, du hältst den rechten Fuß vorne, aber du gibst jetzt die linke Hand auf den Boden neben den Fuß und hebst den rechten Arm nach oben hoch. Auch das ist ein gedrehter Halbmond mit Knie oben. Den hinteren Fuß kannst du typischerweise auf den Zehenspitzen halten, dann ist es weiter Halbmond. Wenn du den Fuß eher zur Seite setzt, dann ist es schon eine Variation von Virasana oder Virabhadrasana. Und letztlich verschiedene Variationen von Anjaneyasana gibt es auch als Virabhadrasana-Variationen.